Oh, hier kommt der Weihnachtsmann. Okay, sind doch nur wir beide. Wir haben jetzt unsere eigenen brandneuen Senti- und Viti-Adventskalender mit 24 Überraschungstürchen zum Öffnen. Hol ihn dir jetzt auf senti-und-viti-adventskalender.de oder schau in der Videobeschreibung für eine tolle Weihnachtszeit. Und zu jeder Bestellung gibt es eine kostenlose Autogrammkarte. Sei schnell! Wow, schau mal, Vitamine, wir sind in der Retro-Welt von Roblox angekommen. Richtig schön aus! Und lass uns mal erkunden, was uns hier in dieser glücklichen Stadt erwarten wird. Let's go! Freunde, heute betreten wir mal das Retro-Universum. Oh mein Gott, er sagt Hallo! Willkommen zu diesem Ort! Okay, interessant. Und ich meine, die Häuser sind auch wie ein Noob. Ja, stimmt. Und oh, warte mal, was ist hier? Ey, das ist wie das alte Roblox hier. Das ist ein richtig cooles Universum. Ich liebe sowas, ne? Okay, lass uns mal hier in das Haus hier reingehen. Und ihr seht es, Freunde, es ist wirklich wie im alten Roblox gehalten. Alles ist im alten Roblox. Die Straßen, die Häuser und jedes Haus sieht sogar aus wie das andere. Hallo, schönen guten Tag und... entschuldigen Sie, was machen Sie? Richtig, mein Geist funktioniert nicht. Ich sage ihm, etwas zu tun und er reagiert nicht. Etwas stimmt nicht. Also, der PC funktioniert nicht. Okay, das ist echt sehr merkwürdig, muss ich sagen. Freunde, beim letzten Mal sind wir durch Raum und Zeit gereist und da waren wir in einem Möbeluniversum angekommen. Und jetzt, Freunde, sind wir einfach in einem Retro-Universum und unsere Reise, geht weiter. Hallo, schönen guten Tag. Wer sind Sie? Es geht um den Mathe-Test. Hallo. Hallo. My name is Smarty Pants. That mein is because ist Smarty. I'm very smart. Und weil ich super you schlau think bin. You're as smart as denkst me. Du, ihr seid so schlau wie ich? Well, let's ja, put that auf jeden Fall. Enter. 7 mal 4? 8 plus, was ist 8 plus 4 Vitamine? Ich bin hier voll am Raten. Was ist 8 plus 4? Weiß ich nicht! Okay. 23! Okay, 23, easy. Was? Es war falsch, Vitamine. Es war falsch. Okay, wir müssen jetzt hier die richtigen Antworten eingeben. Ich habe alle richtigen Antworten gegeben und ich habe eine Lebenskugel erhalten. Was? Okay, 2 mal 9, Freunde. Ist 18. Ich schreibe jetzt Antwort in die Kommentare und. Oh! Okay. However, being das smart ist is also being humble. Das bedeutet, wenn man schlau ist, heißt auch bodenständig zu sein. Ich habe hier was für dich. Und oh, wir haben eine Lebenskugel bekommen, ne? Oh ja, also das heißt, wir sind gar nicht mal so schlecht in Mathe. Gut gemacht. Und das können wir jetzt benutzen. Und damit, Freunde. Okay, und damit haben wir jetzt ein Leben mehr. Und oh, schau mal hier, dieser Stand. Hallo, schönen guten Tag. Hello, wir können mit allen sprechen. Ich möchte gerne ein Roblox sein. Ihr seid nicht von hier und... Wow! Aus. Guck mal, alle haben sich verändert! Oh. Was ist passiert, Vitamin? Ich habe irgendwie gefühlt, diese Stadt hat ein dunkles Geheimnis oder irgendwie sowas. Ja, irgendwas war jetzt wirklich sehr, sehr merkwürdig. Okay, folge den roten Pfeilen. Schau mal. Okay, aber bevor wir den roten Pfeilen folgen, würde ich sagen, lass uns mal in diese Häuser gehen. Like hallo, rocks. Schönen guten Tag. Und ich mag Steine zusammen. Rocks, ich habe 50 Steine, more rocks, dann noch 50 mehr Steine, dann noch 50 mehr Steine. Oh mein Gott. Vitamine, die Leute sind hier echt komisch, muss ich sagen, in dieser Stadt. Ja, ich muss sagen, alle Leute drehen ein bisschen am Rad und... Was steht hier? Bleib draußen und... Oh mein Gott, Vitamine, ich hab dir gesagt, irgendwie, diese Stadt ist, sieht aus wie eine normale Stadt, aber in Wirklichkeit hat sie ein dunkles Geheimnis, Freunde. Ich glaube auch. Und wir sehen einfach aus wie Dinosaurier, finde ich auch super. Ich meine, man erkennt, dass wir Touristen sind, oder? Ja. Und dass wir nicht zur Stadt gehören. Also ehrlich gesagt sieht man ja wohl, dass wir nicht von hier kommen. Und oh, schau mal, hier sind wie gesagt die roten Pfeile. Freunde, wenn du uns dabei helfen willst, das dunkle Geheimnis dieser glücklichen Stadt herauszufinden, dann like jetzt das Video, schaff mir die 1000 Likes und abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Freunde, da würde ich sagen, komm, lass uns mal die roten Pfeilen folgen. Und was macht er? Hallo, schönen guten Tag. Oh, wir können hier einmal durch. Okay, wir sind jetzt sozusagen in den nächsten Abteil der Stadt. Und Achtung, Achtung! Oh mein Gott, geht's ihm gut? Ich will hier raus, ich will hier raus. Und wieso hauen die alle ab von dieser Stadt? Keine Ahnung, ich meine, die Stadt sieht doch ganz nett aus. Ja, Freunde, es sieht aus wie eine ganz normale, coole, glückliche Roblox-Stadt. Aber irgendwas ist hier ganz faul. Genauso faul wie dein einer Zahn, Vitamine. Und schau mal, ich meine, hier wird sogar irgendein Fest gefeiert. Umso weiter wir gehen, umso mehr werden wir über die Stadt erfahren. Schau mal, hier. Hallo, schönen guten Tag. Wir würden gerne zum Festival gehen in der Stadt. Ich würde gerne ein neues Schwert kaufen, bin ich ganz ehrlich. Oh, ich habe ein Schwert erhalten. Oh.
Tatsächlich, Freunde. Können wir das Ganze... Oh. Und das ist wieder besser als unser altes. Let's go. Okay, vielen Dank. Okay, ist hier in dem Haus wer? Hallo? Schönen guten Tag. Oh, guck mal, er guckt Fernsehen. I am become the bestest gamer. Ich werde der Beste in diesem Spiel. Royal Battle. I will be unstoppable. Freunde, das ist echt verrückt. Aber lass uns jetzt zu diesem Festival gehen. Los geht's. Ja. Da sind wir endlich beim Fest angekommen. Wow, Freunde, wir sind jetzt hier beim Festival in der Stadt angekommen. Hallo, schönen guten Tag. Kannst du nicht reden, oder was? Ich glaube, die lachen einfach nur, weil alle super glücklich sind in der Stadt hier. Aber warum? Warum ist keiner da außer wir? Oh, schau mal, da hinten feiern die eine Party und hier ist eine Statue und Vitamine. Was ist das hier? Wieso sind hier rote Abdrücke auf der Statue? Das sind einfach nur Händeabdrücke, Finger und... Was gucken? Was besprechen die? Oh! Oh mein Gott, Freunde! Wie sehen die alle aus, Sandy? Was ist passiert? Und alle haben sich in Monster verwandelt! Stopp! Oh mein Gott, Vitamine, das ist gruselig. Nein! Nein! Wir müssen sie besiegen! Es sind zu viele! Es sind zu viele! Krass, wir sind doch nicht krass, oder? Nein, nein, Freunde, es sind zu viele Noobs. Es sind zu viele Noobs. Ich wurde besiegt. Ich glaube, sie haben uns gefangen genommen, Sandy. Was ist mit dieser Stadt los? Ich glaube, das sieht aus wie eine Art Ritual oder sowas. Ich glaube, wir sind deren Ritual. Okay, dance. Come on, dance. Oh yeah. Und, was wollen sie jetzt mit diesem Riesenloch machen? Wir sind da bestimmt gleich drin. Oh nein, nein. Wir können über alles reden. Nein. Haha, hab mir gar nichts gebrochen. Vitamine. Wo sind wir hier? Und wow! Ey, yo! Du schon wieder! Das sind schon wieder für eine komische Dimension. Ich weiß auch nicht. Oh, ich bin hier schon so lange und... Oh, oh mein Gott! Oh nein. Freunde, wir müssen jetzt alle besiegen. Okay, warte mal, es gibt mehrere Wege und dann... Es gibt so eine Herzschläge, siehst du die? Oh ja, ich sehe die auch. Aber ich habe mein Leben verloren? Okay, Freunde, wir haben noch zwei Herzen anscheinend, aber er redet ja immer noch. Lass ihn reden, Sandy, wirklich. Komm hier rein. Ich komme, Vitamine. Warte, wir gehen erst. Das ist, glaube ich, sogar Magen. Wir sind in einem Noob, verstehst du? Oh, und schau, wir müssen jetzt alle drei Herzen zerstören. Ja, komm mit. Wir. Oh, warte mal. Achtung! Oh mein Gott. Oh, Freunde, wir müssen ganz schnell unser Schwert wieder equipen hier. Oh, es gibt wieder Fake! Was? Es gibt Fake zu tun? Ey, Junge, oh mein Gott, es sind zu viele. Es sind zu viele. Aber wir müssen das Herz finden und die roten Zeichen zeigen bestimmt das Herz an. Genau, genau, wir müssen da irgendwie. Aber warte. Warte mal, da ist ein Exit. Okay, schnell, renn. Eww, hier sind so Augen. Schau dir das mal an. Das ist echt super eklig. Das ist das erste Herz, siehst du? Wie viele Monster gibt es denn mit dir? Okay, ich gehe zum Herz, okay? Ich renn einfach zum Herz. Ja, mach. Ich weiß nicht, ob wir das direkt angreifen können. Okay, ich probier's, Freunde. Und, oh mein Gott, hab ich's besiegt? Ja, wir haben's zerstört. Okay, Freunde, wir können eigentlich rausrennen. Wir können hier. Rückzug. Oh mein Gott, ich probier einfach rauszurennen, Freunde. Ich probier hier rauszurennen. Siehst du mich? Warte mal, ich hab noch eine neue Kugel, eine Schadenwaffe. Oh mein Gott, nein! Hilfe! Sandy, komme! Ich kämpfe gerade noch! Komm her, wo bist du? Okay, alles gut, Freunde. Wir rüsten jetzt hier die Kugel aus. Okay, ich hab mir wieder mein Leben geheilt. Warte, ich muss noch kurz kämpfen. Ja, alles klar. Und jetzt haben wir ein extra Herz noch mehr. Okay, ich würde sagen, okay, eine Tür hat sich irgendwo geöffnet. Und warte mal, hier hinten ist ein riesiges Ei. Und hier ist sogar eine Geschwindigkeitswaffenkugel. Also, okay, Leute. Ihr seht, wir kriegen ganz viele Kugeln mittlerweile. Okay, komm, Vitamine. Das erste Herz haben wir besiegt. Wir müssen noch drei weitere besiegen. Und wir werden die ganze Zeit beobachtet von diesen Augen. Mann, ey, das ist sowas von gruselig. Okay, dann würde ich sagen, können wir hier durch. Und hier waren wir doch schon, oder? Nee, ich glaube, ich habe den richtigen Weg gefunden. Okay, wenn du das sagst. Okay, hier ist das nächste Herz. Okay, da würde ich sagen, oh mein Gott, aber hier sind ganz viele Monster. Okay, ich würde sagen, ich probiere das Herz anzugreifen wieder. Okay, oder machst du? Mach du. Let's go. Okay, wir können eigentlich direkt wieder rausrennen. Wir müssen ihn nicht besiegen. Okay, Vitamine, wir haben ein Problem. Ich glaube, wir haben jetzt ein großes Problem. Wir werden verfolgt hier. Es sind echt zu viele. Es sind, oh mein Gott, echt zu viele Freunde. Ich bin hier. Nein, das ist nicht das Herz. Okay, ich habe zwei Herzen. Oh, und
hier sind wir beim letzten Herz. Okay, das ist das letzte Herz jetzt hier von diesem riesengroßen Monster, Freunde. Und ich würde sagen, Attacke! Okay, ich nehme meine Schadenskugel und wow, jetzt mache ich doppelten Schaden an den Monster. Okay, und okay, wir müssen jetzt zum Bossraum gehen und den ultimativen Endboss besiegen. Bist du ready? Ich bin ready. Okay, pass auf, du hast viel Leben. Okay, wir haben die Monster jetzt hier besiegt und wir müssen, glaube ich, wieder zurück zum Anfang gehen. Oh, schau mal, wir stehen vor dem Exit. Okay, das ist der Ausgang. Und what? Oh nein. You didn't seriously expect there to be a shortcut, did you? Das ist eine Abkürzung, oder? There are no shortcuts in life. Ich dachte schon. Keine Abkürzung. This is a perfect opportunity for you to learn that. Das ist eine perfekte Möglichkeit, um daraus zu lernen. Und was, wir wurden jetzt mit diesem Monster eingesperrt. Das ist Monster. Okay, ich greife. Yo, was ist das überhaupt? I was growing attached to that thing. I think it was a bird. You are stronger than the others that I lured in here. That is going to come in handy. See you around. Tommy, das sind hier die anderen Skelette, die es nicht überlebt haben. Okay, haben wir es nicht überlebt? Vor allem, ich weiß gar nicht, wo wir lang sollen. Mich auch nicht. Okay, lass mal wieder zum Anfang gehen, oder? Ich weiß nicht. Hä? Und durchgehen. Hier waren wir noch nicht, schau mal. Okay, lass uns mal zum Anfang gehen, Freunde, würde ich sagen. Jo, okay. Ich glaube, wir können jetzt hier raus oder so. Ich meine, wir haben den Boss besiegt, oder? War das der Boss? Hier ist verschlossen, ich komme nicht durch. Okay, denke ich zum Anfang, wenn wir auch wissen, wo der ist. Oh mein Gott, schau mal, ich glaube, wir müssen hier lang. Oh mein Gott, das sieht aus wie der Bossraum oder irgendwie sowas. Schau dir das mal an, wieso sind hier so viele Noobs? Ja, das ist, wir müssen noch kämpfen. Oh mein Gott, komm rein in den Boss-Noob-Kampf. Hallo? Wer redet da? Ah, ich weiß, hinter wem ihr her seid. Was passiert hier? Warte mal, werden die Teile zu einem riesigen Roblox-Noob? Ich weiß nicht, Freunde. Oh nein, die verschmelzen sich. Oh mein Gott, ich glaube, Vitamine, du hast recht, was passiert hier? Der Ultra-Noob! Ew, es ist der Roblox-Boss-Noob, den wir jetzt hier besiegen müssen. Oh mein Gott, er macht echt viel Schaden, Freunde. Er ist der Fleischfiester-Monster-Boss. Der macht übelst viel Damage. Okay, wir müssen mal springen. Und, okay, ich glaube, was, er kann fliegen? Achtung! Ja, ich greife ihn auch an. Oh mein Gott, er rennt richtig schnell. Oh mein Gott, ich habe keine Leben mehr. Ja, ich probiere ihn zu bekommen, aber... Ey, Kollege, bleib stehen, das ist unfair. Und jetzt Attacke, Freunde. Einfach mal kurz zu, was der wieder macht. Oh nein! Okay, okay, ich probiere auch. Okay, ich habe noch Lebensenergie, das ist gut. Das bedeutet, wir können unser Leben nochmal heilen. Er macht wieder seine komischen Attacken. Okay, okay, aber er hat richtig viel Leben auch, ne? Ja, aber in der Zeit können wir ihn trotzdem angreifen. Ja, das stimmt. Aber okay, so können wir ihn relativ schlecht angreifen. Und jetzt! Oh ja, wir machen zu zweit nochmal richtig gut Schaden bei ihm. Ja, oh mein Gott, er hat mich weggeeatet. Yeet! Pass auf! Alter! Okay, ich glaube, so können wir nicht angreifen. Ja bisschen, oh mein Gott, zu schnell, pass auf! Wenn wir jetzt wegrennen, dann sollten wir ihn nicht attackieren. Ja, das stimmt allerdings. Oh nein. Was macht der? Was tut der hier? Er ist hinter mir. Ja, ich glaube, oh mein Gott. Er macht so viel Schaden. Das ist krass. Ja, aber wenn der springt, dann ist der Einfluss kriegen, muss ich sagen. Oh, jetzt macht er seine Faust. Okay, ausgewichen. Ja. Ich greife an, Freunde. Oh mein Gott, wir müssen doch aufpassen. Oh nein. Wir haben schon fast die Hälfte des Lebens weg. Geh weg, jetzt rennt er wieder. Nein, ich habe ein Herz verloren. Okay, wir haben wieder volle Leben, Freunde. Das bedeutet, Attacke auf, okay, den Endboss. Aber der macht so viel Schaden, der kassiert so wenig Schaden. Finde auch jetzt, das ist das Einfachste. Einfach nur springen und attackieren. Ja, okay, das stimmt. Okay, über die Hälfte ist schon mal down. Weg, jetzt macht er wieder seine Faust. Achtung, okay, seiner Faust ausweichen. Und jetzt weg. Oh mein Gott, ich renn. Oh mein Gott. Jetzt du hast kassiert. Geschwindigkeit. Oh mein Gott, jetzt sieht ihr alle weg. Ey, macht so viel Schaden. Ich bin gleich wieder down. Ey, wie sollen wir gegen diesen Boss denn jemals ankommen? Okay, wir schaffen es, Vitamine. Wir müssen aus diesem verrückten Universum entkommen. Ey, ich mach aus dir Noobfleisch, ja? Oh nein, okay, die macht richtig Damage, die Attacke jetzt hier. Ich greife die ganze Zeit an. Warum hat er so viel Leben? Greifst du auch eigentlich an? Ey, guck mal, ich bin auf ihn drauf. Ja, aber du musst ihn auch angreifen. Ich greife mich doch an. Oh. Aua. Freunde, wir haben noch mal unser Leben geheilt. Zack, let's go. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, er hat nicht mehr viel Leben. Wow, ich bin wieder weggeflogen. Oh mein Gott, ich glaube, das ist der schwierigste Bosskampf aller Zeiten. Ja, ich meine, in dieser Dimension ist keiner vor ihm sicher. Ich bin gleich wieder down, Vitamine. Nein.
Oh mein Gott, ich habe kein Leben mehr. Ich habe kein Leben mehr. Ich will dir helfen, keine Sorge. Okay, ich halte ein bisschen Abstand, ich halte ein bisschen Abstand. Er hat nicht mehr viel Leben. Oh mein Gott, pass auf, pass aber auf. Ja, ich gebe alles. Boah, komm, ich muss weiter angreifen. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Er ist oben. Achtung, er macht die Attacke wieder. Boom! Los geht's, Terminus. Wir haben ihn besiegt. Ja, der Noob-Boss ist zerstört. Boom. Und er sind 1000 Einzelteile jetzt zerfahren. Let's go. Oh. Aber das ekelhaft. Iut, wer bist du? Die hat ein komisches Gehirn. Die Stärke in meinem Gehirn ist unbesiegbar. Iu, was hat die für ein Gehirn? Keine Ahnung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr mir beitreten werdet. Was? Nein, also, wir werden dir nicht beitreten. Lass uns das nochmal probieren. Oh mein Gott, sie probiert uns zu manipulieren oder sowas. Nein. Und was? Jetzt sitzt sie hier oben auf dem Blue Boss? Nein, jetzt ist er bestimmt noch stärker. Oh mein Gott, ich bin down. Ich bin direkt down, was? Ich habe mein Leben verloren. Schieß jetzt so Feuerkugeln. Okay, Freunde, ich habe ein letztes Leben, muss ich sagen, noch. Und mit dem müssen wir jetzt probieren, den Endboss zu besiegen. Aber ich glaube, er kassiert jetzt mehr Leben, wisst ihr? Was? Keine Ahnung. Oh mein Gott, er hat jetzt stärkere Attacken einfach. Oh mein Gott, ich bin gleich down, ne? Ja, ich bin auch gleich down, Ich habe nur noch ein letztes Leben, Freunde. Oh mein Gott, was hat er jetzt für eine Attacke noch drauf? Ey, wie sollen wir das schaffen? Ich glaube, dafür müssen wir unsere Waffen upgraden. Ja, das stimmt, ich glaube. Aber guck mal, wir kriegen es hin. Oh mein Gott, Hilfe! Was? Du machst ja nicht mal was, oder? Doch, ich schlag die ganze Zeit. Ich muss weg. Alles gut, renn weg. Oh mein Gott. Hier müssen wir, ich glaube, hier macht der am meisten Schaden in der Attacke hier. Ja, und wir haben auch gar keine Kugeln oder so. Das wird nein. So okay, Freunde, Attacke. Attacke, wir probieren ihn anzugreifen. Aber ich bin gleich down. Ich habe noch ein letztes. Oh mein Gott, Leben. Pass auf. Pass auf, Vitamine. Oh, okay, ich muss kurz weg. Oh mein Gott, guck mal mein Leben an. Ich sehe dein Leben nicht. Okay, ich habe nur noch rotes Leben, nur noch. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, das ist mein Ende. Nein, geh weg, einfach geh nicht mehr zu ihm, ich mach das alleine. Ja, ich probiere ihm auszuweichen die ganze Zeit schon. Bleib einfach am Rand. Ja, okay. Ich bleib am Rand, Freunde. Er rennt. Pass auf, du musst nur ausweichen. Ich gebe mein Bestes, er greift hier nur mich an die ganze Zeit. Oh mein Gott, warum denn? Warum das? Guck, greift er dich an? Geh gerade in mich. Oh mein Gott, okay, das bedeutet, ich kann ihn ablenken. Ich kann ihn probieren abzulenken. Und du machst ihn. Nein, er hat mich besiegt. Nein! Okay, ich kann mir ein Leben aber kaufen. Okay, Vitamine, ich bin back am Start. Los, wir machen ihn jetzt ein für alle Mal fertig. Jetzt reicht es mir mit dir. Oh mein Gott, jetzt was ist das? Oder wie ich sagen würde, Karotten! Wir machen dich platt. Haben wir es besiegt? Wir haben ihn geschafft. Mirko the Mighty ist besiegt. Oh, vielleicht war es die Königin, die wir nur besiegt haben oder so. Ah, nein, wir haben jetzt nur Mirko besiegt und jetzt müssen wir den Fleischfresser besiegen. Ich weiß nicht, aber den kriegen wir jetzt auch noch hin. Ey, aber warum müssen wir so viel machen und keiner hilft uns? Oh, greif ihn an! Sandy, hier ich vorne! Ich greif ihn an! Oh, du musst jetzt ihn besiegen. Oh, jetzt verstehe ich das. Und komm, Sandy, wir schaffen es. Los, sie hat nicht mehr viel Leben. Let's go! Oh mein Gott, da ist das Riesengehirn gegen die Wand geflogen. Das hast du davon! Ich bin der Herrscher von diesem Planeten. Ich werde eine Armee beantragen, die euch bekämpfen wird. Oh nein, nicht noch eine Armee-Vitamine. Was macht sie mit ihrem Gehirn da wieder? Oh. Wow, das ist der danke. Von Anfang. Hey, danke, dass du uns geholfen hast. Ey, yo. Dankeschön für deine Hilfe, Mann. Du siehst so echt hässlich aus, aber danke. Langhals, ich liebe dich. Ich küsse deinen Hals. Und, oh, das kommt jetzt aus dem Gehirn raus, dass sie nicht mehr kontrolliert, andere kontrollieren kann. Vielleicht dürfen wir jetzt andere kontrollieren. Das war echt super verrückt, Freunde. Und wir reisen weiter in das Farm-Universum. Ja. Das war unsere Reise ins Retro-Universum. Wenn ihr einen dritten Teil sehen wollt, like und abonniert nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.